Hi, ich bin Robert, ich bin hier im Checkspace und das ist meine LED-Wand. Ich bringe mir mal eine Runde Snack. Okay, genug gespielt. Ich habe jetzt leider keine Highscore erreicht, sonst könnte ich mich jetzt da eintragen. Sieht dann so aus. Und wenn das Spiel zu langweilig wird, lass mal einfach den Bot spielen. Der Bot ist nicht darauf ausgelegt, perfekt zu spielen, sondern dabei gut auszusehen. Es gibt da noch einen weiteren Modus. Das war der Place-Modus. Hier kann ich mit Hilfe des Nunchucks den Salatkopf oder das Ziel für den Bot eben festlegen. Wir versuchen ihn in die Falle zu locken. Es ging jetzt schnell, weil ich den Bot schon sehr gut kenne. Den haben wir immerhin selbst geschrieben. Das Display besteht eigentlich aus LED-Stripes, die dank dieser kleinen Chips hier adressierbar werden. Angesteuert werden die über eine kleine Pegelwandlerplatine von einem Raspberry Pi. Und dort gehen die Kabel direkt an den SPI-Port. Was da noch dranhängt, ist dieses Nunchuck, das per I2C direkt angesteuert werden kann. Danke fürs Zuschauen.